Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur finalen Folge meines XCOM Let's Plays. Wir stehen dem letzten Endgegner gegenüber und wir werden jetzt natürlich zurückfeuern, so wie es sich gehört. Wir treten gegen 3 Ätherer und 2 Elite-Mutons an. Und wir sind am Überlegen, wie wir das jetzt am schlauesten machen. Weil leider unser Tiramisu hat natürlich keine Raketen mehr. Weil die haben wir schon alle vorher benutzt. Das ist natürlich alles sehr suboptimal. Dann können wir nämlich keine Raketen mehr verwenden. Aber wir könnten zum Beispiel so einen Riss hier verwenden. Wie sieht's denn aus? Könnten wir denn mit dem Riss beide Elite-Mutons treffen? Wäre schon mal eine Idee, oder? Ich glaube, das hat ordentlich Schaden gemacht, oder? Komm, das machen wir. So kriegen wir zumindest mal Schaden auf die 2 Elite-Mutons. Komm, bitte, auf geht's. Ich glaube, das ist schon mal erstmal die beste Idee, was wir machen können. Wir müssen aber nur gucken, dass Tiramisu auch nicht stirbt. Weil wenn Tiramisu tot ist, haben wir verloren. Haben wir verloren. So. Ich will erstmal die 2 Elite-Mutons weghaben. Okay, hier können wir auf jeden Fall nur den Ätherer treffen. Dann wird auch Maelo probieren, den Ätherer zu treffen. Was? Wirf zurück? Was ist das? Hallo? Der wirft den Angriff zurück? WTF? What the fuck? Danke, Ätherer, danke. So. Wahrscheinlich passiert hier genau dasselbe, oder? Wollen wir wetten? Achtung! Nein, wir haben ihn getroffen! Puh! Glück gehabt! Wir haben ihn getroffen. So, Mariachi, kommt mal hierher. Unsere Mech-Soldaten brauchen zum Glück keine Deckung. So, wen können wir denn hier treffen? Wir könnten vielleicht probieren, die 2 Elite-Mutoren schon direkt auszuschalten. Mariachi, ein Treffer, bitte! Jawohl! Nice! Kaputt! So, schafft Aisha den anderen? Bitte! Bitte, bitte! 60% Trefferchance, bitte! Ah, daneben! Schade. Dürfen wir vielleicht nochmal schießen? Nein, wir haben es zuerst bewegt, oder? Mist. Nicht ausgeschaltet. Mist, wir haben jetzt nur noch Gigi. So, wir können. Und wir haben doppelte Portion, oder? Wir haben die doppelte Portion. Das heißt, wir können erstmal hier einen Präzisionsschuss wagen. Ich hoffe, wir treffen. Und ich hoffe mal, ihr wird nicht zurückgeschleudert. Ah, leider daneben. Schade. Jetzt schalten wir auf jeden Fall den Elite-Motor aus. Damit ist er schon mal Geschichte. Jetzt bleiben nur noch 3 Ätherer. Und Gigi steht wirklich sehr schlecht. Okay, Ätherer. Gedankenkontrolle 1, hä? War ja klar. Jetzt wird's spaßig. Jetzt wird's ernst, ich sag's euch, Jungs. Jetzt haben wir nämlich gleich direkt 2 Soldaten in Gedankenkontrolle. Mhm. Die werden uns zwar jetzt noch nicht angreifen, aber erst im nächsten Zug. Und da ist Soldat Nummer 3 in Gedankenkontrolle. Ja, sehr schön. Alles in Ordnung. Situation ist unter Kontrolle. Okay, Gigi. Und wir sehen sie natürlich nicht. Oh, das ist wirklich schlecht. Das ist jetzt gerade wirklich suboptimal. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Ätherer ausschalten. So, ich hoffe mal, wenn wir hier hingehen, treffen wir ihn. Okay, wir sehen zumindest den Ätherer. Damit würden wir zumindest einen aus der Gedankenkontrolle zurückkriegen. Aber den töten wir noch nicht. Den töten wir noch nicht. 7 Schaden. So, Gigi, bitte siehst du ihn. Bitte, Gigi. Nein, Gigi sieht ihn natürlich nicht. Gigi sieht ihn natürlich nicht. Ah, Gigi, warum siehst du ihn denn da hinten nicht? Das wird wehtun. Das wird so richtig wehtun, sage ich euch. Okay, wir müssen Gigi jetzt erstmal in Deckung ziehen. Das heißt, Gigi wird nach hier hinten in die Ecke gehen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir haben 3 in Gedankenkontrolle. Oh je. Oh je, Mine. Gigi, komm mal hierher.
Wir müssen Gigi auf jeden Fall wegziehen. Ich bin zumindest froh, dass Gigi nicht in Gedankenkontrolle ist. Sonst hätten wir richtig ein Problem. So. Hierher. Wahrscheinlich wird jetzt Captain Unitz natürlich uns ordentlich Schaden reinhauen, aber wir können es nicht ändern. So, warten wir mal ab. Ach, die teleportieren sich auch. Jetzt kommen die an. Oh, Gigi, bitte überlebt das. Gigi, bitte überlebt das. Okay, wir müssen jetzt alle Daumen drücken. Oh je, ich glaube, wir gehen drauf. Das haben wir nicht erwartet. Okay, Gigi ist tot. Bye, bye, Gigi. Ach, jetzt kriegt ihr noch Leben abgesaugt. Oh je, wir haben noch zwei Soldaten. Oh je. Wir gehen sowas von drauf. Egal, wir probieren es zu schaffen. Wir müssen jetzt hier drauf gehen und Druck machen. 50% Trefferchance. Können wir denn hier mit dem Flammenwerfer treffen? Reicht das? Der macht, glaube ich, 6 Schaden, ne? Und das macht 8 Schaden. Nein, wir schießen. Wir müssen treffen. Wir müssen treffen. Okay. 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 Yeah, yeah. Wie machen wir das? Wir müssen jetzt ihn hier ausschalten. Damit wir zumindest Captain Unitz wieder haben. 74%. Bitte ein Treffer. Bitte ein Treffer. Wirf den Angriff zurück. Ah. Oh. Oh je. Wir gehen drauf. Wir gehen drauf, ich sag's euch. Wir gehen sowas von drauf. Diese Ätherer. Unser Fehler war, wir hätten zuerst die Ätherer töten sollen und die Elite-Mutons ignorieren. Das ist unser Fehler. Aber vielleicht können wir es noch schaffen. Wir geben nicht auf. Aufgaben zählt nicht. Was macht er? Ja. Wahrscheinlich gehen wir drauf. Oh je, jetzt schießen wir auf unseren eigenen Soldaten. Aua. Wir sollen nicht unsere eigenen Soldaten anschießen. Jetzt ist auch noch unsere Munition leer. Sehr schön. So. Der ist jetzt Geschichte. Bye bye, Ätherer. Du bekommst jetzt die Faust. Das Zornes zu spüren. Okay. Wir haben wieder einen Soldaten mehr. Wir haben einen Soldaten mehr. Gott sei Dank. Wo ist denn die... Hier steht noch ein Ätherer. Wo steht der denn? Wir sehen ihn gar nicht, ne? Da hinten in der Ecke steht einer. Okay, wir bewegen uns mal hier hin und laden nach. So, einmal nachladen. Wir haben natürlich auch kein Medikit mehr, gar nichts. Okay, es wird auf jeden Fall spannend. Wir müssen jetzt hier diesen anderen Ätherer hier schnell wie möglich töten. Okay, wir müssen nachladen. Noch leben wir. Noch ist es nicht verloren. Einmal hier hin mit dem Captain Unitz. Vielleicht sehen wir den Ätherer. Wo ist er denn? Wo versteckt der eine sich? Oh, unsere Soldaten sind wieder da. Wir haben unsere Soldaten wieder. Jawohl. 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 Nice. Wir haben unsere Soldaten wieder. Okay, jetzt müssen wir auch aufpassen. Wir könnten hier hochgehen und schießen. Das machen wir jetzt auch. Hier ist der eine auf jeden Fall. 50% Trefferchance. Hoffentlich treffen wir. Jawohl. Getroffen. Nice. Sehr schön, dass wir unsere Soldaten wieder bekommen haben. Haben wir wirklich nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Also ich würde sagen Glück. Hierher. Wir hätten vielleicht unsere Ziehschilde mitnehmen, diese Geistesschilde mitnehmen sollen, wie die Anne gesagt hat. Das haben wir natürlich vergessen. Wir haben sie extra gebaut und haben es vergessen, ne? Ich erinnere mich. Okay. Wir sehen aktuell nur den einen Ätherer. Wo ist denn der andere? Wo versteckt der sich? Steht der vielleicht irgendwo hier unten? Wo ist denn der andere? Der eine ist weg. Nicht schön. Okay, wir machen alle Feldposten und warten einfach mal ab, was passiert. Wahrscheinlich ist jetzt Maelo direkt wieder in Gedankenkontrolle.
Komm bitte, ein Reflexschuss. Tja, und nein, er hat keine Gedankenkontrolle gemacht. Gott sei Dank, keine Gedankenkontrolle. Das heißt, wir sehen ihn immer noch. Nur leider ist Gigi gestorben. Gigi hätte jetzt schön hier rumsnipern können. Ah, falsche Taste. Nein. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh je, ich habe die falsche Taste gedrückt. Tiramisu, komm hierher. Komm hierher. Und schalte diesen Mistkerl endlich mal aus. Wie sieht's denn hier aus mit mieser Trip und so? Da treffe ich wahrscheinlich gar nichts, ne? 0%. Der Riss macht ihm wahrscheinlich auch keinen Schaden, weil er ja psionisch stark ist. Also machen wir es mit konventionellen Waffen. Und wir treffen und machen sogar 10 Schaden. Nice. Jawohl. Können wir denn hier mit dem Begleitschaden einmal rüber snipen? Nein, es reicht leider nicht. Okay. Captain Unnütz. Deckung brauchen wir eigentlich eh nicht, oder? Wir müssen jetzt noch ein bisschen nachziehen. Vielleicht können wir ja von hier schießen. Vielleicht können wir von hier schießen. Nur falls können wir so eine Annäherungsmine zumindest mal rüberwerfen. Annäherungsmine. Wir sehen ihn nicht. Oh, 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 oh. Jawohl. Wenn er sich bewegt, wahrscheinlich explodiert die auch direkt. Wahrscheinlich explodiert sie auch direkt. Das ist auch der starke Ätherer. Wo ist denn der andere Ätherer? Der versteckt sich. Da ist er, der andere. Da ist er. Da hinten ist er. Da kann ich ja gar nicht hin, oder? Aber er kriegt zumindest mal einen Reflexschuss ab. Nice. Okay. Noch ein Reflexschuss. Captain Unnütz. Sehr schön. Ah, leider daneben. Ich möchte jetzt nochmal anmerken, wir haben schon 4 tote Sniper in meinem Let's Play. 4 Stück sind es jetzt, glaube ich, an der Zahl. 4 sind gestorben. 3 oder 4 sind es. Sind gestorben. Fast die einzigen Soldaten, die uns gestorben sind, sind Snipern. Und jetzt? Spiel? Hallo? Spiel? Sagt jetzt nicht, mein Spiel ist abgestürzt. Hallo? Spiel? Hallo? Tu was. Piep, piep. Piep, piep. Okay, wir probieren mal. Okay, ich kann noch nicht Escape drücken. Ach nein, mein Spiel ist abgestürzt. Bitte nicht. Bitte nicht. Escape geht nicht. Alt ab. Und wieder rein. Dieses Spiel ist nicht euer Ernst. Es ist nicht euer Ernst, dass mein Spiel jetzt abgestürzt ist. Ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Ich schmeiß gleich meinen Rechner aus dem Fenster. Kurz vorm Ende stürzt mein Spiel ab. Tja. Die Frage, was mache ich? Lade ich die Folge trotzdem hoch? Einfach so, just for fun. Und spiel's nochmal. Ja, mache ich auch. Tja, tut mir leid, dass es jetzt hier abgestürzt ist. Wir werden den ganzen Scheiß nochmal machen müssen. Vielleicht stellen wir uns ja diesmal besser an, aber ich lade es trotzdem hoch. Also macht's gut, bis in der nächsten Folge und hoffentlich stürzt es da nicht ab. Euer Tim. Ciao.